Hallo Bierfreunde, hier bin ich wieder, hier sitze ich wieder. Ich habe eine kleine Sinnkrise gehabt. Vielleicht habe ich die auch noch. Ich mache das jetzt hier immer, ich setze mich hin, trinke Bier, laber und irgendwie habe ich das Gefühl, das interessiert gar keinen. Und deswegen dachte ich, vielleicht rufe ich einfach mal dazu auf, wenn es denn jetzt doch vielleicht ein paar Leute sehen, dass ihr mal sagt, was ihr gut findet, wenn es denn etwas gibt an diesen Videos und wenn es etwas was gibt, was ihr doof findet, was es bestimmt nicht gibt, aber vielleicht gibt es das ja doch, dann schreibt ihr das auch. Und am besten sagt ihr allen euren Freunden, die auch gerne Bier trinken, abonniert den Kanal von Brewkammer, damit es ganz viele werden und damit das Ergebnis repräsentativer wird. So, das wäre meine Bitte, mein Wunsch. Und ja, das so vorweg. Und jetzt habe ich mir gedacht, trinke ich ein Bier. Total kreatives Bier habe ich mir ausgesucht. Liegt einfach daran, dass ich heute schon ein Mango Mussolini vom Fanø Brewhus hatte. Fanø ist eine dänische Insel. Das Brewhus ist sehr kreativ, sehr großes Spektrum an Bieren. Kenne ich schon eine Weile. Und ich war bei einem Freund, der hatte dort Urlaub gemacht und er hatte ein paar Köstlichkeiten mitgebracht. Unter anderem Mango Mussolini, ein New England IPA, was im Moment alle machen. Aber das ist gut, dass alle das machen, weil es gibt echt geile New England IPAs. Und ja, ich habe auch eins am Start heute. Ich habe es ausgewählt, weil es regional ist mal wieder und weil Kunden gesagt haben, geiler Shit, das ist geiler Shit, das kann mithalten mit den besten dieser Zunft und dieses Stils. Es ist nämlich von Höppners. Es heißt, My Milkshake brings all the boys to the yard. Und das Boys ist mit einem Sternchen versehen. Und ich hatte irgendwo gesehen, sehr gut, Nichols Höppner, der Brauer, hat ein Sternchen gemacht bei Boys. Das ist ja ein Lied-Zitat, ne? So ein Hip-Hop-Song. Hier steht, um die Lesbarkeit zu erhöhen, wird hier nur die männliche Form genannt, aber die weibliche Form mitgemeint. Sehr schön gegendert, sauber gemacht. Also Mädels, ihr dürft das Bier trinken, nur nicht verschrecken lassen, weil da Boys steht. Trinkt auch ruhig dieses Bier. Es wird euch möglicherweise gut schmecken. Milkshake deswegen, weil es ein Mango Milkshake IPA ist mit einer Laktose-Gärung. Es ist Mango mit drin, es ist Weizenmalz mit drin, Gerstenmalz sowieso, Hafer und Vanille. Da bin ich sehr gespannt. 6% Alkohol, 14,5 Grad Plato Stammwürze. So, viel geredet. Ich sehe schon, es sind wir locker schon bei 3 Minuten. Wäre jetzt zum Beispiel ein Kritikpunkt, laber nicht so viel, trink schneller, könnt ihr gerne schreiben. Traut euch, schreibt einfach, was ihr denkt. Ich kann eh nichts dagegen machen. Also, Höppners Mango Milkshake IPA. So richtig milkshakeig sieht das jetzt ehrlich gesagt hier noch nicht aus. Das kommt bestimmt vorne hoch. Mal ein bisschen aufschütteln. Na. Ah, sauber. Schöne Trübung. Hätte ich krasser gedacht. Der Schaum ist ein bisschen, also ist sehr grobporig und ist fast schon wieder weg. Vielleicht liegt es am Glas, vielleicht ist das aber auch normal. Yeah! Es riecht phänomenal. Das riecht wie Mango-Limonade. Mal gucken. Da bin ich jetzt echt gespannt. Sehr schön. Ein Fehler, na, Fehler würde ich vielleicht nicht sagen. Etwas fehlt da dran oder finde ich.
Das ist Kohlensäure. Es ist ganz schwach karbonisiert. Also wenn man das so in den Mund nimmt, denkt man so, ups, sehr unbierig, wenig spritzig. Das macht dann aber nach hinten raus echt nichts mehr aus, weil das einen schönen Körper hat, schön geschmeidiges Mundgefühl. Und dann ballert einem diese Mango durchs Maul. Das ist wirklich richtig gut. Wirklich. Also es ist fast eher so ein Saft. Und da würde vielleicht sogar die Kohlensäure stören. Also es ist ungewohnt, aber es ist lecker. Es ist sehr lecker. Ja, fantastisch. Es ist rund. Das ist echt rund. Das ist nur dieses Kohlensäure-Ding. Und die Vanille schmecke ich nicht. Nochmal. Ah, muss man schon wissen irgendwie. Kann man die dann, wenn man weiß, dass die da drin ist, kann man sie erahnen. Aber ansonsten, ja, das ist echt Fruchtsaft. Aber mit 6%. Kauft das. Kauft euch das, trinkt das. Ich finde es prima. Und denkt dran, schreibt eure Kommentare. Auch gerne zu den anderen Videos. Ne? Gibt ja ein paar mehr. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Wenn ihr so scheiß Kommentare schreibt, dass ich keinen Bock mehr habe, dann sehen wir uns halt nicht wieder. Aber das sehen wir dann. Reinhauen, schönes Wochenende und tschö.